Hallo und herzlich willkommen zum 10. Part von The Sims 4. Weiter, wo wir aufgehört haben. Mordheimer noch hier, Björn noch hier, die Alte da noch da. Dann müssen wir noch arbeiten, leider. Ihr könnt mal nach Hause gehen, ihr beiden. Du. Machst du eben mit ihm rum. Was ist Joe? Ach ja. Hallo, du sollst mit dem echte Nächte hier machen. Oh, zur selben Zeit. Hingehen, schnell. Du. Ja, ich bin schon wieder so kacke. Kannst du mal eben den aussaugen, wenn das geht? Ja, perfekt. Was ist jetzt schon wieder? Pack das so rum. Alter. Spiel, kack man nicht ab. Da hab ich nach Hause gekommen, dann, ey. Mordheimer muss los. Und warum in mein Bett? Oh nee. Ich dachte, ich hätte dazu gemacht. Marie, haut ab. Du. Ja, scheiße. Zu langsam, ey. So, mehr Personal einschalten. Okay, du. Zack. Was? Wieso ist sie hier wieder drin? Und du kannst mal Joe von der Leine befreien, oder? Du. Kann auch sehr gut planen mal mit dir. Sehr gut, heiß sie auf. Oh shit, sie ist horny. Nein, 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 nein. Shit, pass auf. Scheiße. Scheiße, hab ich zu spät gesehen. Ich wollte sie ja vorher knallen, bevor ich sie töte. Ach egal. Machst du dann ein Kompliment? Ja. Irgendwas gerade noch Spiel los, was verzögert ist. Warum in meinem Bett? Warum? Das ist mein Bett gewesen. Ja. Irgendwie brauche ich ein neues Bett danach. Ja, jetzt geht ihr da rüber. So. Wo ist Sascha? Hier ist Sascha. Okay. Ah, ist minder ist das, okay. Nein, du sollst aufhören damit jetzt duschen zu gehen. Übertreib doch nicht, Mann. Das ist ein bisschen dreckig. Ich gehe dann auch nicht. Da jetzt mal, wenn ich ein bisschen dreckig bin. Alter, auf damit. Kannst du mir jetzt minder freundlich vorstellen, ja. Gehen freundlich vor. Ich sehe mal durchdrehen müssen, wenn die Scheiße dürfen. Oh, ist Minder auch freundlich. Okay, ich weiß, woran das liegt. Die Rundschrift. Sie ist zwar verheiratet, aber mach ihm trotzdem ein Kompliment. So, und wo ist Joe? Joe? Wo soll er sein? Da. Okay. Ich hatte einmal, da war Joe. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber fragt trotzdem mal nach. Oh, Scheiße. Hör mal auf. Hör auf! Auf mit der zu plaudern. Ist doch gut jetzt. Sascha, hör doch auf. Er muss es dann noch übertreiben, ne? Er muss dann noch weiter labern, obwohl ich gesagt habe, hör auf. Nein, muss man es übertreiben, weil ich habe es anerkannt, dass Beschämung ist. Was ein Fehler war. So, genau von mir mit Fehler. Links hier mal ein bisschen rum bei uns. Er kümmert sich mal ein bisschen um deinen Hund. Umarmen. Kannst du ein großes Weckerchen geben. Wenn er nicht so gut geht. Dann kannst du ihn noch. Ja. An die Dingstelle kratzen. Ja.
Tja, hör auf durchzudrehen, meine Fresse. Dürfnisse so ein bisschen im Eimer hängen. Mann, es geht so an den Sack mit den Scheißbedürfnissen. Jetzt bin ich auch noch verbuggt. Danke, Spiel. Ist ja nicht so, als wäre ich jeden Part verbuggt. Meine Fresse, ey. Kann ich eh mal ehefreundlich vorstellen? Sascha, muss der immer verbuggt sein? Meine Fresse, ey. Kann ich mich nicht um meinen Hund kümmern, nur weil mein Schaf verbuggt ist? Jedes Mal ist er verbuggt. Dankeschön, Spiel. Anstatt euch mal um die Scheißbugs zu kümmern. Nein, natürlich nicht. Warum kümmert man sich auch um die Bugs, die seit Jahren da sind? Nee. Warum auch? Drecksfresser von den Game-Entwicklern. Jeden Part ist er verbuggt. Das regt mich so auf. Ja, geh ruhig pennen. Und ihr Penner, macht hier mal sauber. Du kannst hier mal putzen, obwohl, ja, doch, scheiß drauf. Machst du einfach mal. Keine Ahnung, ob das von dir ist, ist doch egal. Mach hier mal sauber. Junge, du sollst hier sauber machen, habe ich dir gesagt. Genauso wie du dann hier auch sauber machst, wenn der eine das nicht auf die Kette kriegt. Auch im Internet zu. Ah, okay, scheint weg zu sein. Ich muss los, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht ihr irgendwo hin. Du bist selbst sicher. Gut, dann kannst du mit der zu labern, dann kannst du eigentlich mal hier. Kranke Meldung, ja, du kannst eigentlich die Bücher lesen, das musst du machen. Lesen. Obwohl, Vampirbücher brauche ich ja auch. Vampirbücher kaufen. Genau. So. Lesen. Einige Verrat am Herzen, dann kannst du noch das erste Einhorn lesen. Ja, du brauchst die Vampirsager-Fähigkeit ja nicht. Magierin, auch ich. Also sie hat sogar ein Buch geklaut oder so. So, gehen wir mal hier hin. Und hier hin einfach. Wohl. Hier hin. So, zack. Hör auf durchzudrehen, nur weil du bisschen dreckig bist, Junge. Alter. Du kannst hier gleich eine dampfende Dusche nehmen. Jetzt hör auf durchzudrehen, meine Fresse. Treibt ja überhaupt nicht der Dude. Genau, ihr macht hier sauber. Ihr habt da ein Klo drin, by the way. So. Sehr gut. Was die alte hier? Wenn ich die geknallt habe, kann die eigentlich auch hier mit drauf gehen dann. Mehr Romantik, Kompliment kannst du mal machen, weil du knallst sie vorher und dann kannst du sie umbringen. Also wie du machst meinen Hund blöd an. Hast ein Problem mit dem, hast ein Problem mit mir. Aber kannst hier weiter die Bücher lesen. So. Kannst du dich mal beeilen mit der Scheiße? Oh Mann, jetzt ist auch noch Starsbedürfnisse mal einmal. Muss dringend die Bedürfnisse loswerden. Ich merke schon. Gehen wir voll auf den Pilz. Okay, das lief glaube ich nicht so gut. Oder? Hallo, wie lief das? Na, scheiß drauf, mal einfach hier. Safe Nummer. Ich denke mal, geklaut aus. Ja, toll, meiner macht natürlich immer weiter mit der Scheiße, immer weiter. Und warum ist das so verbuggt? Und so verzögert, was heute mit dem Scheiß hier los, ey? Meine Fresse, ey. Scheiß Entwickler machen auch nichts besser irgendwie. Ja. Oh, Scheiße. Fuck, du kannst eigentlich mal. Das ist ja auch eine Romantik mit mir, dann kannst du eigentlich mal eben hier was zocken.
Hast ja eh keinen Hunger, so. Also nicht so dringend. Dann gehst du eh mal ein bisschen joggen. So. Du. Kannst dann mal eine Hose anbieten. So. Und du machst sie nochmal sauber. Sehr gut. Kannst du mal aufhören mit der Scheiße? Du sollst Romantik aufbauen und keine Freundschaft. Du Vollidiot. Hör doch mal auf. Mach einfach das, was ich dir sage, du dummer Drecksschau. Sonst machst du bald gar nichts mehr. Das ist der einzige Grund, warum du ins Leben gerufen bist. Und zu tun, was ich dir sage. Wenn du mein Scheiß Chavez. Wenn ich mach's, was du sagst, stirbst du, Junge. Oh. Und du geh immer nach Hause. Du gehst mir auch auf den Nerv. Naja. Ah, Scheiße, kann ich ihn wegschicken. Kannst du mal aufhören, verbuggt zu sein? Meine Fresse. Jetzt mal ist der verbuggt. Es regt mich so auf. Was ist das Problem mit dem Chao? Meine Fresse, ey. Jeden Part ist er verbuggt. Es regt mich so auf. Musst du überhaupt am Rumgeiern? Anstatt schon um die Bedürfnisse zu kümmern? Nee. Am Pennen gewesen, okay, Gott. Ich hab schon wieder eine Scheiße bauen, anstatt sich um die Bedürfnisse zu kümmern. So, bist du eigentlich hungrig oder so? Nee, ne? Doch, Alter, ja. Aber kannst mal aufhören damit, kannst hier mal. Nee, warte mal, kannst mal. Was brauchst du? Zwei der Logikfähigkeit, ja. Toll, toll. Hat sie jetzt nicht. Du nimmst ihn frei. Und du kannst ihm mal eben schreiben an ihn. Mal eine Liebesmail an mich dann schreiben. Erneut. Und dann eben hier schreiben ihm. Dann kann ich mal aufhören damit. Die Hör doch auf zu zocken! Und hör auf, angespannt zu sein! Oh Mann, ey. Dem geht ja gar nichts, wenn er angespannt ist. Halt die Fresse! Junge, hör auf zu zocken! Tausch dich mit der Konsole! Hör auf damit! Kümmer dich jetzt mal um die Hure. Ich sie bald töten kann. So. Dann kannst du mal am Arm, dann kannst du mal spielen mit ihm. Octavia hat einen Tag frei, sehr gut. So. Also ihr seht, das mit der Mail klappt super, weil Octavia und ich haben ja nie geflirtet. Ja, und haben Romantikbalken. Oh Mann, ey, es ist so verbuggt heute, der Party geht mir jetzt schon am Puls, ey. Ich hasse das, dass es das, warum auch immer manchmal so zeitverzögert ist. So richtig ekelhaft ist es manchmal. Oh mein Gott. Und du auch mit der zu plaudern, du gehst gleich auch mal aufs Klo. Oh ne, jetzt Mordheimer da drauf auch noch. Oh Mann, ey. Grad geht mir nicht alles und jeder um Pelz irgendwie. So, Ciao muss natürlich auch jetzt raus, natürlich. Mitten in der Sonne, dass ich nicht mehr hingehen kann und den anderen geht's scheiße. So, jetzt dir eigentlich scheiße, ja, du bist am Fressen, ja, immer auf zu fressen. Bei anderen muss aufs Klo. Weil wir haben Missgeschick passiert, geh mal mit Joe. Meine Fresse, ja. Geht mir das Spiel gerade auf den Sack, ne? Hör auf zu fressen, habe ich gesagt. Nein. Frisch dann, wenn ich dir sage, dass du frisst.
Aber meiner kann ja nicht mehr gehen. Sonst regt er. So. So. Und du? Komm auf, jetzt geh mit ihm. Hör doch auf und geh mit ihm. Na, sie wirft den Scheiß da weg. Und Octavia redet jetzt mit der. Kann die mal aufhören, die Leute anzulabern? Hör doch mal auf damit. Laber niemanden an. Meine Fresse, jedes Mal im falschen Moment fängt die Hure an, das Maul aufzumachen. Meine Fresse. Und Mortimer schnappt sich direkt die nächste, oder? Ja, wir wissen, dass du eine Meerjungfrau bist. Das hast du schon das ein oder andere Mal bewiesen. Was ist das hier überhaupt? Julia Braun, ja. Jetzt nehmen wir raus. Los. Sehr gut. So. Wie geht's dir? Immer noch horny zu Garn und Gang. Mein Müller hier. Wenn sie nach Hause gehen will. Sehr gut, dass ihr das Geschenk gefallen hat. Sascha. Ja, du könntest Spaß haben, wenn du nicht so eine Scheiße bauen würdest. Oh, ich hab dich abgehalten, aufs Klo zu gehen. Naja, passt schon. Gut, du wird ja immer beschissen irgendwie. So. Kannst mal eben hier kurz saugen. Zack. Mortimer, hau ab. Kannst du saugen gehen. Das geht. Müsste eigentlich, aber. Ja. Die Logik halt, ne? Okay. Schau's mit irgendeiner Alten. Ja, nee, du gehst nach Hause. Scheiß mal auf die Alte da. Du hast Hunger, du willst nach Hause, also. Gehst du mal nach Hause hier. So. Obwohl, was du willst, keine Ahnung, ob das willst. Nice! Vier sind möglich jetzt in der Serie. Hätte ich vielleicht gewechselt, hätte ich. Oh, irgendwer verreckt, sehr gut. Der dauert da einfach jetzt auch. Ja, scheiße! Wie mache ich das jetzt? Weil das Problem ist, der Tod kann da, glaube ich, nicht reingehen. Und ja, wenn ich die Tür aufmache, hauen die Spasten, die eingesperrt sind, locker zum Kühlschrank oder so. Aber ich habe ein Bestreben abgeschlossen. Sehr gut. Jetzt backt es noch mehr rum, weil es backt ja noch nicht genug heute rum. Ja. Sehr gut. Meistervampir noch ein paar Points vielleicht? Nee. Okay, dann muss ich eh weitermachen. Nein, ich gehe jetzt nicht zur Arbeit. Warum muss ich zur Arbeit? Ich hasse diese Arbeit. Ich gehe mir so auf den So, irgendwer ist hier am Verrecken. Ich weiß nur nicht wer. Ausschließen. Wer ist am Verrecken von euch? Du? Ne, du bist im Internet. Oh scheiße, er ruft die Bullen. Er auch nicht, also bist du am Recken jetzt? Yo! Ich hab ihn ge... Was für ein Zeitpunkt! Es sieht doch gerade so aus, als würde ich ihn verrecken lassen. So ein Punch des Todes geben. Perfekt, ich hab ihn ausgesaugt und jetzt verreckt er. Also besser kann es nicht laufen, ne? Also, ja. Nimm dir mal frei. Ja, schön. Wie schön, dass du gestorben bist. Niemand wird dich vermissen. Niemand wird dich je vermissen. Tschüss, Geburtstagskind. Die alle einfach reingehen und meinen, juckt es nicht. Sehr gut. Oh nein. Nicht zur Arbeit gehen, habe ich gesagt. Schau, auf verbackt zu sein! Meine Fresse, ich sag frei nehmen. Nein, bin ich verbackt! Ist ja nicht so, als wäre ich schon tausendfach verbackt gewesen! Und schön, jetzt wird ja auch noch ein Zeuge vom Ableben, super. Das wollte ich auch unbedingt. Kann ich ja immer noch machen. Ich glaube, es auch gesehen. Ja, man freut sich, wenn die
nicht mal gestorben sind und nicht kamen da. Sehr gut. Der Chris hat die Seele mitgenommen. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Und Sascha, man sagt, man nimmt frei, man erzählt da nicht von Gott und der Welt. Erzählt erstmal, ja, Gott und die Welt, nee, ja, Junge, du sollst hier frei nehmen und keine Weltgeschichte erzählen. So, sehr gut. Tschüss, Wolfgang Munch, du Lob. So, gut, Marie, dann kannst du ja bald hier ein dasselbe Schicksal wie er feiern. Scheiße, jetzt, weil alle hier rumgammeln, muss ich die Tür neu abschließen, ey. Du kannst mal. Warte mal, erstmal mal was essen am Kühlschrank, damit die nicht denken, hier sich retten zu können. Vom Verhungern. Obwohl, andererseits, ja, nee, wir haben voll einen Haushalt. Ich will nicht, dass sie sich retten. So, kommt erstmal in dein Inventar. Und dann kommt das in mein Inventar. Ich hoffe, ich treffe da auch meinen. Wenn nicht, scheiße, wenn Paolo das Essen hat. Hast du Essen in deinem Inventar, Paolo? Nee, oder? Du hast kein Essen in deinem Inventar, ne? Warum gehe ich auf die Bedürfnisse, Genie? Ja, ist irgendwie die Folge, die macht mich fertig. Ein Scheißhaufen hat der Inventar, der Scheißhaufen. Der Scheißhaufen hat einen Scheißhaufen im Inventar, wie lustig. So, du kannst dir die Hände waschen gehen. Du kannst ein romantisches Geschenk geben, genau, perfekt. Du kannst mal aus dem Raum rausgehen und einfach pennen, weil es war eh egal. So, du kannst dann mal, oh, falsches Zimmer, by the way. Ja, ist ja auch egal. Du kannst dann mal hier eben eine Mahlzeit essen. Burrito, Burrito. So, zack. Oh nein, die sind rausgegangen. Paolo, du gehst da rein. Du gehst auch rein, du redest hier mal mit dem Tod. Das geht. Du stellst dich mal grob vor und sagst ja sein Arschloch. Oh nee, nur weil die Hure da. Oh Mann, ey. Nur weil die eine Bitch hier drin ist, ey. Ey, Paolo, du gehst da raus, du Wichser. Du gehst hier rein. Nein, du gehst nicht da, Nickerchen machen. Du gehst hier rein. Du redest auch mal grob mit dem Tod, sagst ihm, der ist ein Arschloch. Und so. Haust ihm auch auf die Fresse, damit er euch schneller mitnimmt, hoffentlich. Das wäre cool, wenn das beeinflusst werden könnte. Oder wenn ich eine Freundschaft mit dem Tod auf, also so aufbauen könnte, also es geht ja. Und dann sagen könnte, ey, nimm mal bitte den damit, der geht mir um Piss. Das wäre cool. Oder wenn ich auch den in meinem Haushalt einladen könnte und der in einer Frau Kinder lassen könnte und so, das wäre geil. Nimm Sensi. Wenn es noch eine weibliche Form davon geben würde, ist das auch cool. Aber ja, ich bin schon. Ich weiß, ich bin out of my mind. So. Jeden außer Sascha, perfekt. Nur die Leute, die recken sollen, abgesehen vom Tod. Aber ich glaube, der Tod ist ja auch schon tot. Keine Ahnung. Und Joe ist beim. In der Tür eingeschlafen, sehr gut. Sehr gut, Hund. Du hast ein Körbchen, ne? Ja, mach das. Scheiße. Abbruch, Abbruch. Mayday, Mayday, Mayday. Scheiße. Kommt ihr hier rein? Scheiße. Kannst du mir eine Massage verpassen? Oder nein, ich biete ihr eine Massage an, weil das wird durchgehen. Oder ersten Kuss erstmal erleben. Scheiße. So. Einfach einen ersten Kuss mit. Oh nein, auch noch beide, Alter. Ich bin so wohl. Scheiße, nein. Ich will jetzt keinen Klick. Okay, sie hauen ab. Aber ich komme sie ja nicht rein, trotz Schlüssel. Yes, sind abgehauen. Sehr gut. Sehr gut, war ich ein Weg. Sehr gut, war ja sehr gut, sehr gut. Ich wäre so, geliefert gewesen, also. Ja. Naja. Gut. Gut, dass sie einfach gegangen sind, warum auch immer. Ich will es nicht wissen, so warum sie gegangen sind, einfach. Ich freue mich darüber. Okay, liebes Schumada. Was bist du am machen am, was machst du? Essen, ne? Ja, Essen ist hier. Frühstücksburrito, okay, gut. Portion gemacht. Obwohl das eh egal ist. Anders am Pennen. Octavia, was ist Octavia eigentlich am machen? Ich muss aufs Klo gehen. Ich muss noch machen? Eifersüchtig sein.
Sie ist. Oh nein, sie sieht das hier. Und Romantik ist runtergegangen. Egal. Sie kann es ja wieder aufbauen. Das ist scheiße, warum ist sie eifersüchtig auf das? Kannst ja gerne mitmachen. Kein Problem so. So. Sascha, mal auf zu flirten kurz. Warum steht hier Apfelmus? Wer hat denn das gemacht? Und warum steht das da? Mordheimer. Mordheimer! Junge! Du Penner! Lass doch stehen, wir haben Gefangene! Du kannst gerne dazugehen, wenn nochmal Essen hier rumstehen ist, Junge. Ich schwör's dir, du kannst dazu. Also, das ist kein Verarsche, du kannst gerne dazugehören. Okay, sie ist am Pennen oder so. Ja, ist doch egal. Schade, dass mit Octavia runtergeht, oh Mann. Mach mal da Scheiße der. Stimmt, erstmal Futter geben auch. Ja, gönn dir, ne? Und du füllst mal alle Schüsseln hier auf. So. Kannst du mal mit ihm spielen? Warum heute die ganze Zeit? Junge, was ist los? Ich kümmere mich doch gut um dich, Mann. For real jetzt. So. Machst du hier noch eben Plasma trinken. Und den kannst du auch noch das Plasma. Die gönnen von denen hier. Und du kannst hier auch mal säubern. Aber das könnte auch Markus machen. Na, ist ja auch egal. Wer von denen säuber mal. Ist er rausgegangen? Ist er gerade so aus, als wäre er rausgegangen. Eva! Was machst du da? Nein, nicht mit Octavia plauen, du kannst mit Mordheimer plauen, wo auch immer der abhängt. Okay, das Münder pennt hier. Irgendwer hat da hingepisst und Mordheimer gibt. Okay, also was wahrscheinlich nicht Mordheimer. Hör mal auf mit Octavia zu plaudern. Was plaudert die ganze Zeit mit irgendwem? Geh mal aufhören damit. Du kannst hier mit Jesminder gerne plaudern. Ihr kennt euch auch noch nicht. Lass mal freundlich vorstellen, dann gibt's hier ein Autogramm, umarmst sie. Und ja, erzähl ich dir, wie die Welt so ist. Oder die Promi-Welt so ist. Ja, Minder. Dann noch darfst du sie um Bestseller reden. Wieso auch einmal ihr euch kennt. Ja. Sascha, saugt die Leute hier aus. Und warum ist Joe hier reingegangen? Warum geht der durch zu Türen durch? Ihr dürft. Hier geht nur Sascha rein. Warum Joe? Warum darf er durch Türen gehen, die zu sind? Schafft mein Hund in echt auch nicht, Entwickler. Ja. Ich weiß, es ist verwunderlich, dass es in echt nicht kann. Aber im Spiel auf einmal. Ich habe dafür jeden außer mir zugemacht. Spiel sagt nein. Dankeschön, Spiel. Dass er einfach da reingehen darf, obwohl die Tür zu ist. Dankeschön, Herr Viktor. Danke. Echt gut gemacht.